Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Daisy. Und zwar Daisy Standalone, falls ich es vergessen habe zu sagen. Wir sind hier, und jetzt weiß ich nicht, wie es wirklich heißt. Da bräuchte ich mal einen Tipp. Heißt es Banota oder Balota? Wenn man auf die Schilder guckt, kommt man nicht wirklich weiter, würde ich für ein N halten. Allerdings gibt es andere YouTuber, die da Banota zu sagen. Balota. So, jetzt habe ich mich verhaspelt vor lauter Gegucke. Ja, wer da weiß, wie das wirklich heißt, schreibt es einfach mal in die Comments. Und jetzt machen wir direkt weiter hier auf dem Airfield. In dem Ort, dessen Namen keiner richtig aussprechen kann. Und schauen einfach mal. Ich brauche langsam wieder Munition, weil die Zombies in der Stadt so fürchterlich garstig geworden sind. Und da schießt man schon ganz schön rum. Boah, jetzt wäre ich fast durch die Wand geglitscht. Das wollen wir ja nicht. Hier sieht es aber schon weitgehend. Was haben wir da? PU-Scope. Braucht kein Mensch. Okay. Hier sieht schon geräubert aus. Dann laufen wir mal weiter. Jetzt kommen ja meine Lieblingsgebäude, die Hangar. Wenn man da halt mal Zubehöre findet. Na nö. Was will denn der da? Da stehen doch nie Bomzis rum. So, komm her. Kriegst erstmal eine in den Rücken. Sausack. So. Schauen wir mal. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, es kann sein, dass hier schon wieder Leute rumkräucheln. Was haben wir da? Da ist schon wieder eine neue Verpackung. Ach, die brauchen wir nicht. Da habe ich mich immer noch nicht dran gewöhnt. Die sahen vorher irgendwie anders aus. Da konnte man zuordnen, so in etwa, was ist was. Aber jetzt muss man immer doppelt hinschauen. Ist aber kein Manko, dafür sehen sie schöner aus. Was liegt denn da? Das ist... Ja, da... Na komm. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. So ein Teil habe ich und das ist damaged. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich jetzt hier gleich überrannt werde. Aber das ist hier weitläufiger. Die Zombies stehen hier nicht so dicht an dicht. Kann gut sein, dass das jetzt keiner gehört hat oder keiner ankommt. Wie sieht es hier aus? Mal reinlugen. Oh, die Tür ist auf. Dann mal lieber vorsichtig. Da drüben scheinen die Türen auch auf zu sein. Da steht ein Zombie. Der steht da sicherlich nicht ohne Grund. Oh, was war das? Scheint ein Zombie zu sein. Ja, wieder einer, der... Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Es steht aber auch nur ranziger Scheiß rum. Oh, habe ich gerade ranziger Scheiß gesagt?
Da luren wir mal um die Ecke. Ne, da ist so erstmal keiner. Was ist denn das für eine? Hä? Was ist denn das für eine Axt? Eine schwarze. Na, die hat Style, die nehmen wir. Die sieht man nicht so penetrant. Ah, so eine Säge. Hahaha, da ist das Equip überfüllt. Da könnte man sich nämlich eine Pumpgun, eine abgesägte Schrotflinte bauen. Aber ich glaube, die sind noch nicht so wirkungsvoll. Ich habe da eine Folge, die brauchen wir auch nicht, eine andere Folge gesehen eines YouTubers. Den hat es da direkt zerrissen. Ah, jetzt müssen wir doch wieder Platz machen. Scheiß auf Gesundheit. Ach nee, müssen wir doch um. Na komm, weg damit. Brauchen wir nicht. Munition ist wichtiger. Na, rein da. So, dann lassen wir mal einem anderen Spieler eine schöne Zieloptik da. So, was anderes, da waren wir schon. Dann gehen wir jetzt vorsichtig weiter. Ich würde ja gerne mal, und das werde ich auch machen, rübergehen zu den zu dem Militärlager. Ja, die kommen aber wieder aus der größten Entfernung an hier, die Brüder. Und wenn er in meine Richtung rennt, dann meint er auch mich. Aber dagegen hab ich was? Ja, hab ich. Hat sie mich erwischt? Oh, jetzt sieht's aber nicht mehr. Ach, vor allen Dingen meint man immer gleich, jetzt habe ich das ganze Airfield hier an der Hacke. Du, geh doch. Ne, hilft nichts. Ist außer. Hat er jetzt überlegt, ob er umfällt? Hö? Bin ich tot? Bin doch schon tot. Ach, wer krakeelt jetzt wieder? Jetzt habe ich das ganze Dorf angezogen, glaube ich. So, sauber im Kopf. Immer gut. So kommen wir natürlich nie auf einen grünen Munitionszweig. Ah, und sie will es auch wissen. Ui. Ah, habe ich mich verjagt. Da ist doch noch irgendwo was lang gekreucht. Oh, außer Wand. Aber so kann man auch schön auf sich aufmerksam machen. Warum ist diese Tür zu? Oh. Da müssen wir mal ausweichen. Leck mich am Arsch. Puh. Reingerannt, ausgelockt vielleicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Hat mich der Spaß jetzt richtig Moon gekostet.
gucken, hier ist auch schon alles auf. Da brauchen wir gar nicht mehr rein. Und noch so ein Lumpenhund. Oh, da fällt mir was auf. Die Axt nicht rausgezogen. Na, bleib stehen. Lass dich doch vermobben. Gut. Aber ich muss sagen, mir gefällt diese Änderung in den Zombies, in dem Spawn-System, weil, sagen wir mal so, hier, vorher, wenn man hier auf so einen Airfield gelaufen ist und man gesehen hat, da stehen nicht ein einziger Zombie mehr rum. Das Ding ist gelootet. Und da brauchte man im Grunde genommen gar nicht mehr raufrennen. Und inzwischen ist das so, dass das jetzt keine Aussage mehr darüber fällt. Wenn da Zombies stehen, heißt das schon lange nicht mehr, dass da noch was ist. Was es wiederum interessanter macht. Ich glaube, das ist immer noch nicht gefixt hier mit den Zelten und dem Loot darin. Wir gucken jetzt mal ein bisschen genauer. Laufen mal einige Zelte ab. Nicht, dass man jetzt hier immer nur in zwei Zelte schaut und sagt, nö, das ist nicht mehr. Und hier vorher gerade eine Horde Spieler durchgepflügt ist und alles mitgenommen hat. Aber hier scheint auch nichts zu liegen. Außer Grashalm. Nun gut, dann drehen wir mal um. Und werden mal... bisschen mampfen. Wie sieht es mit meinem Wasser aus? Wir werden uns jetzt mal ein bisschen versorgen gehen, weil hier oben, das sieht inzwischen nicht mehr so gut aus. Und das ist ja eher nachteilig. Man sollte da schon aufpassen, dass das alles okay ist. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier irgendwo... ein wenig mampfen und trinken vor allen Dingen. So, machen wir uns mal ein paar Pfirsiche auf. Ein paar Vitamine. So, jetzt mampft er natürlich die ganze Dose. Weil ich es... Na, was war das? Da habe ich doch was gehört. Ah, das ist... Hört man schnell mal was, wo nichts ist. Gut, wenn man ihm den Befehl gibt, eben die ganze Dose zu essen. Na, essen brauchen wir nichts mehr. Trinken müssen wir. Und die gehen wir dann gleich wieder auffüllen. Entschuldigung. Weil man ja nicht weiß, wenn man das nächste Mal in so einen Brunnen kommt. Ja, und Wasser braucht er jetzt doch schon einiges. Naja. Dann rein damit. Entweder ist das jetzt wieder verbuggt.
Nee, ist es nicht. Einen noch hinterher. So, und jetzt laufen wir zu dem Brunnen. Hier vorne in der Stadt ist ja einer. Da machen wir uns jetzt hin. Füllen unsere Flaschen auf. So, schon mal die Axt zücken. Weil durch mein Getrampel, durch das Gerenne hier, wobei auf dem Untergrund weiß ich nicht. Na, da kommt schon eine. So, das war Nummer 1. Da ist der Brunnen. So, dann wollen wir mal gucken. Wo haben wir denn? Hier haben wir. Nee, nicht Drink. Fill Bottle. Die hat 100% jetzt und jetzt dasselbe noch mal. Das ist voll. Und jetzt trinke ich noch ein paar Mal hinterher, weil er doch sehr, ja, sehr viel Durst hatte. So, nehmen wir mal lieber die Axt wieder in die Hand. Ja, also es sind auch definitiv. Ja, vielleicht nicht mehr Zombies, aber durch diese Spawn-Mechanik, die andere oder die neue, die sie da jetzt eingebaut haben. Kuckuck. Spawnen die wahrscheinlich dann doch wieder nach, was vorher, glaube ich, nicht der Fall war. Aber das macht das Ganze eben echt spannender, muss ich schon sagen. Also es ist schon wieder mehr Nervenkitzel als vorher, wenn man gut ausgerüstet war. Die waren sehr taubfrostig, sehr wenige Zombies. Man hat da denen eine gekillt mit der Axt. Das war definitiv. Und jetzt kommen sie aus wirklich großer Entfernung, wie man jetzt an dem Zombie hier sieht. Kommen sie angerannt. Jetzt, wo man ein bisschen geübt hat, kriegt man sie auch wieder relativ schnell umgehauen. Aber sie, man verjagt sich. Er kann ja auch ein Player sein und wenn der so angerannt kommt, ist das nicht gut. So, jetzt suchen wir uns eine schöne Stelle, wo wir dann das nächste Mal in der nächsten Folge weitermachen. Bin da nicht so der Freund von, in irgendeinem Haus auszuloggen oder so. Das kann, glaube ich, ziemlich in die Hose gehen, wenn da gerade an solchen Hotspots wie hier, wo dann doch sehr viele Spieler rumrennen, gehe ich lieber ein bisschen an den Rand. Obwohl, das ist ein bisschen weit weg. Gucken wir mal weiter vorne noch. Wem es gefallen hat bis hierhin, der kann ja gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Auch über Kritik, was man verbessern kann. Und wer keine Folge verpassen will, dem würde ich empfehlen, den Abo-Button anzuklicken, weil YouTube ja beim Upload, wenn ich eine neue Folge upload, wenn ich eine neue Folge upload, auch schön gesprochen, uploade, dann kriegt ihr eine E-Mail da, von YouTube drüber und mit so einem kleinen Screenshot drin.
Da sieht man schon, was einen erwartet. Hör, jetzt sind sie sogar hier schon im Wald. Und ja, da kommt die nächste. Man kann ja gar nicht ausloggen. Der nächste. So, jetzt aber. Wehe, es kommt jetzt noch einer. Okay, also, ich würde mich über Kommentare, Abos und Daumen hoch freuen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao.